Andrés. Ah, Bella, ¿qué tal? González, ¿cómo estás? Para abajo con el camión. Cuidado, señor, porque son explosivos. Rápido. Vamos. Vergessen von der Welt, liegt in den Bergen von Mexiko eine Burg, eine Felsenburg. Wer sie gebaut hat? Niemand weiß es mehr. Auch ich nicht, Don Jeronimo. Und ich weiß sonst alles über die Gegend hier am Rio Sonora, mis amigos. Die Legende sagt, der Eroberer Cortés baut diese Burg. Oder spanische Einwanderer, deren Spuren längst verweht sind. Doch plötzlich hatte die Burg einen neuen Herrn, dessen Seele so kalt ist, dass die Hölle gefrieren wird, wenn er dorthin kommt. Harry Melton heißt der Bastard. Doch das wussten wir damals noch nicht, denn Melton hatte die Felsenburg heimlich in Besitz genommen. An jenem verhängnisvollen Tag ließ er den Stamm der Yumas zu sich kommen. Denn Melton hatte Pläne. Attention, muchachos, Señor Melton ist gerade gekommen. Kommt er allein? Sie ganz allein. Hola, Señor Melton. Bienvenido zu Hause. Willkommen in der Felsenburg. WTA, der große Mund. Grüß seinen weißen Bruder Melton. Manitou hat euren Weg bewacht, sodass ihr sicher heimgekehrt seid. Ja, ja, wir haben keine Zeit für ein großes Palaver. Der Dreck ist auf dem Weg. Wie weit seid ihr mit dem alten Stollen? Habt ihr den eingestürzten Teil schon freigelegt? Moment, Geduld, Señor Melton. Die Männer sind fast fertig, sie werden gleich zünden. Attention, Männer! Fuego! Und? Ist da listo, Señor? Sehr gut, Leute. Wir kommen jetzt zu einem ernsten Problem. Unter uns gibt es einen verdammten Verräter. Ich weiß natürlich, wer es ist. Aber ich möchte, dass es dieser Kerl selber stellt. Ich war in der Stadt, musste dort erfahren, dass einer von euch in Sucht geplaudert hat. Diese kleine Tresenschlampe Felisa weiß jetzt, dass wir etwas mit dem Dreck und auch mit der Hacienda vorhaben. Werden den Kerl schon zum Reden bringen. Die Yuma kennen einen sicheren Weg, den Mund eines Verräters zu öffnen. Wir nennen ihn Che Guchua, Seil des Todes. Sehr gut, Häuptling. Die Methode kenne ich auch. Wella! Ja, Sir? Bring Gonzales zu mir. Bitte. Bitte, Lady. Señor Melton, ich habe nichts gesagt. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich schwöre bei allem. Dreckiger Lügner! Los, bindet ihn an den Bein fest und zieht ihn hoch und bringt meine Packe. Das könnt ihr lassen, Frank. Sir, ich bin unschuldig. Glaub mir doch. Ich habe nichts verraten. Los, zieht ihn hoch. Na, hält das Seil, Gonzales. Aber nicht mehr lange. Wenn die Flammen das Seil zerfressen haben, stürzt du ab und brichst dir das Genick. Also rede endlich. Ich habe nichts getan. Du miese, kleine Kakerlake, zertreten sollte ich dich! Señor, habt ihr was? Also? Ja, ich habe geredet. Ich war besoffen von Tequila. Ich wollte nichts sagen. Und hast du dieser Felisa das Geheimnis der Felsenburg verraten? Das wahre Geheimnis? Nein, ich höre. Bei allem, was mir heilig ist. Also, geht doch. Lass den runter. Siehst du, Gonzales, Ehrlichkeit zahlt sich eben immer aus. Selbst in unseren Kreisen. Mach den los. Komm her. Ach komm, stell dich nicht so an. Ach, Gonzales, mein Freund. Jetzt kannst du gehen, wohin du willst. Los, hau ab. Danke, Sir. Ja, ja. Lass den durch. Ah, Gonzales, bevor ich's vergesse. Seht nach, ob er tot ist. Und wenn nicht, hier ist mein Messer. So ergeht es jedem Verräter, verstanden?
Kommen wir zu unseren Plänen, Häuptling. Wir wissen, was zu tun ist. Ich werde mit meinen Kriegern die Hacienda de Arroyo niederbrennen. Sehr gut. Ich möchte, dass diesem Don Timoteo nur ein Trümmerhaufen übrig bleibt. Dann kann ich ihm sein Land billig abkaufen. Dieser Trottel weiß ja nicht, worauf er da sitzt. Wird mein Bruder sein Versprechen halten? Natürlich. Wenn unser Plan funktioniert, sind wir reich. Sehr reich. Und dann kannst du dir so moderne Gewehre kaufen, wie sie auf die Weißen haben. Und dann kannst du über alle Stämme von Mexiko herrschen. Das willst du, oder? Ja. Diese verfluchten Hunde von Mimbrenius sind seit langem unsere Feinde. Es ist Zeit zu vernichten. Sehr gut. Bevor es soweit ist, habe ich aber noch eine Aufgabe für euch, Häuptling. Bitte, ja, lauscht begierig euren Worten. Überfallt den deutschen Freck, der bald euch eure Jagdkröte zieht. Ich möchte, dass die Deutschen wahnsinnig Angst bekommen. Ich werde auf ihrer Seite kämpfen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Und, tötet nicht so viele. Wir werden nur einige Schwache töten. Die Skalps dieser deutschen Hunde werden an unseren Gürteln hängen und allem eine Warnung sein. Herr! Viel Spaß dabei, Häuptling! Meld! Und ich? Flair. Reite in die Stadt und mach dieser Felisa schöne Augen. Wieso denn Felisa? Ist das ein Problem für dich? Nein, Senor. Finde heraus, ob González diesen Vögelchen doch etwas über die Feldenburg erzählt hat. Und wenn ja, mach sie kalt, hm? Wir befehlen, Senor. Weißt du was, Claire? Ich glaube, ich komme mit in die Kantina. Dieses kleine, verschlafene Städtchen, Guaymas, ist meine Heimat. Dort, das Haus mit der wunderschönen Veranda, das ist meine Kantine. Hier serviere ich den besten Tequila der ganzen Republik Sonora. Doch wäre mir jeder Schluck im Hals stecken geblieben, hätte ich an jenem Tag gewusst, was für ein Unglück sich über uns zusammenbraut. Ich kam gerade mit Benito, dem weisen Jungen, den ich bei mir aufgenommen hatte und der bei mir lebte, aus meiner Kantine. Benito wollte nur über eins mit mir sprechen, über die Felsenburg. Und? Was ist aus der Felsenburg geworden? Und als wir noch weiter kommen können? Ach, Benito! Bald hast du mir ein Loch in meinen großen Bauch gefragt. Du fragst schneller, als die Erde sich drehen kann. Lass uns lieber gleich eine Partie Domino spielen. Aber Don Geronimo, wenn da oben ein großer Schatz ist, dann müssen wir doch hin. Ruhig, Kato. Und ihn uns holen. Dann musst du dich mit jeden Tag in einer Kantine arbeiten. Was willst du? Willst du mich bestrafen? Meine Kantine gebe ich doch nicht auf. Nicht für alle Schätze dieser Welt. Genauso wenig wie mein geliebtes Domino. Ich will doch nur, dass es dir gut geht. Ich weiß, Benito, ich weiß. Du bist ein guter Junge. Du hast ein Herz so groß wie ganz Mexiko. Hey, Felisa würde sich doch sicher auch freuen, wenn wir zwei und Kato mit einem ganzen Eselkarren voller Edelsteine zurückkommen. Ich glaube, ich bin der Esel, den du von deinem Karren spannen willst. Benito, die Menschen in der Gegend fürchten die Burg. Sie sagen, der Boden, auf dem sie steht, ist verflucht. Deswegen war seit langer Zeit niemand mehr da. Und deswegen gehen wir auch nicht zur Felsenburg, Benito. Basta! In Märchen stecken manchmal mehr Wahrheit, als du denkst, mein Junge. Du hast recht, Kleine. Dort oben ist es gefährlich. Ah, Claire. Mal wieder in der Stadt? Sieh, ich spiele immer wieder gern in deine Kantine. Denn ich kann mich an deine schönen Tochter nicht satt sehen. Pass auf, Claire, dass dir deine hübschen braunen Augen nicht rausfallen. Schluss mit der Turtelei, wir haben genug Arbeit. Los, bestell dir einen Tequila. Dann ist das Sattsehen mit dem Preis. Signorita, una Tequila. So, der Ritalienko. Felisa! Sieh, Papa. Wir
Ist alles bereit für die große Fiesta? Natürlich, Papa. Eine Fiesta? Ha, da bist du neugierig, was? Hallo. Ein berühmter Mann ist zu Gast in der Stadt. Ich habe ihn sagen hören, dass Guaymas der langweiligste Ort sei, den er je gesehen hat. Und deswegen feiern wir eine Fiesta, wie er sie noch nie gesehen hat. Oh, wie heißt er denn? Ich glaube, da kommt er gerade. Er heißt Old Shatterhand. Wir haben den Indianer gefunden, von dem ihr erzählt habt. Ja, er ist ein tapferer junger Krieger vom Stamme der Membrenios. Der Sohn ihres Häuptlings. Sein Vater bat mich, ihm alles beizubringen, was man im Westen wissen muss. Wie heißt du denn? Es ist mir noch nicht erlaubt, einen Namen zu tragen. Erst wenn ich mich im Kampf bewiesen habe, werde ich einen Namen haben. Aber jeder Mensch heißt doch Old. Ich heiße Benito. An der Seite des großen Old Shatterhand wird es mir bald gelingen, einen Namen zu bekommen. Ah, ihr brecht schon wieder auf, Senior. Ja, dringende Geschäfte. Junge! Für den Bettler. Was sind denn das für Geschäfte, Mr. Madden? Harry Madden. Und ich wüsste nicht, was Sie meine Geschäfte angehen, Senior. Seltsamer Kerl. Läuft er hier? Hin und wieder. Hat auch schon einmal in der Kantine gewohnt. Aber vergessen wir den Kerl. Ich habe eine Überraschung für Sie vorbereitet. Ah. Sie sollen sehen, dass Guaymas kein trostloses Pueblo ist. Da bin ich aber gespannt. Einwohner von Guaymas, es ist Fiesta! Yes, sir. Fiesta!
sagen. Ruhe! Es ist so, der Einzige, der hier noch Krach macht, bist du. Nicht frech werden, Bursche. Du sprichst mit einem Mann des Gesetzes. Also das ist ja doch. Ramirez! Sie muss ich aus meinem Instrument wegnehmen und Alkohol konfiszieren. Alkohol konsumieren! Konfiszieren! Wegnehmen! Wegschließen! Hm? Schade! Caramba, carajo! Sofort, Senor! Sofort! Sie! Gib mir die Trompete! Her mit die Gitarre! Und weg, 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 weg mit dem Bass! Wer ist denn das? Das ist der Horace Consulto, unser Stadthalter. Eine Nervenzähne. Und der andere ist Ramon Ramirez, unser Dorfpolizist. Der arme Kerl kann einem leid tun. Bei dem... Mr. Shutter? Ja? Kann ich euch einen Moment sprechen? Ja, aber gerne, Felisa. Ich muss euch etwas Dringendes sagen. Oh, was gibt's denn? Ein betrunkener Gast in der Kantine hat mir erzählt, dass es Banditen auf die Hacienda del Arroyo abgesehen haben. Die Hacienda von Don Timoteo Puccio? Ja, sie, Senor. Man will die Hacienda überfallen. Und den deutschen Krebs, der hier erwartet wird, auch. Danke, Felisa. Entschuldigt mich. Mein roter Freund. Was kann ich für meinen berühmten Lehrmeister tun? Reite zu Winnetou. Ich habe dir den Ort beschrieben, an dem ich ihn treffen wollte. Er muss den deutschen Treck fahren, damit seine Landsleute nicht in eine Falle geraten. Sag ihm, dass ich zur Hacienda del Arroyo reite, um mit Don Timoteo zu sprechen. Und Chet ins Wort wird Winnetou so erreichen. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Beeilen wir uns. Adios. Adios. Senor, es ist verboten, in Guaymas so schnell zu reiten. Paragraph 52 G. Das gibt einen saftigen Strafzettel. Seid ihr eigentlich gebürtiger Mexikaner, Senor? Si. Ah, muy bien. Mit eurer Einstellung würdet ihr allerdings bestens nach Deutschland passen. Adios. Der Reiter bekommt 4 Wochen Arrest. Ha, die Zelle für Old Shatterhand muss erst noch gebaut werden. Muchas gracias, Senor. Old Shatterhand heißt der Mann. Sie? Ramirez. Sie notiere. Ich notiere, Senor. Nachname Shatterhand, Vorname Old. Oh, caramba, caramba. Warum stehen diese Wagen hier mitten im Weg? Ha? Da kann man doch dagegen reiten. Aber Senor, das sind doch die Wagen für den Schießwettbewerb. Die haben wir bei jeder Fiesta. Oh. Massen am besten. Ha? Alleine schon von Amts wegen. Aber Senor, nicht schon wieder. Wir haben gerade alles reparieren lassen. Quatsch mit Salsa. Ich muss mich konzentrieren. Silenzio! Und das war nur zum Warmwerden. Ha? Die Flasche. Ist Flasche leer? Irgendwie ist der Lauf der Waffe verbogen. Schießt den ganzen Festwagen. Gebt mir den Revolver. Ja, was soll denn das? Also, das ist doch, also, das kann doch nicht, das ist doch, also. Selbst unter schwierigsten Umständen treffe ich immer das Ziel. Gelernt ist halt gelernt. Und avanti motore, Benzina della Pumpa. So, Leute, jetzt räumt zusammen. Die Fiesta geht in meiner Kantina weiter. Im Namen und auch in meiner Kantina wurde oft von seinen Abenteuern erzählt. Er war schon zu Lebzeiten eine Legende. Nicht nur jenseits der Grenzen in den Staaten von Amerika, sondern auch in Mexiko. Der Häuptling aller Apachen, Winnetou.
Winnetous Spuren. Aber keine Spur von Charlie. Was mag geschehen sein? Ob Winnetous weißer Bruder in Gefahr ist? Es ist mir eine Ehre, mit dem Häuptling aller Apachen zu sprechen, der auch der oberste Häuptling der Mimbrenius ist. Es ist lange her, dass Winnetou den Sohn seines roten Bruders Nalgumokashi sah. Aus dem Sohn ist ein straffliches Krieger geworden. Was führt dich hierher? Old Shatterhand schickt mich zu Winnetou, um ihm von großer Gefahr zu berichten. Gefahr? Old Shatterhand reitet zur Hacienda del Arroyo. Weiße Männer wollen sie überfallen. Dann müssen wir ihnen helfen. Nein. Old Shatterhand bittet Winnetou, weiße Familien in den Planwagen zu schützen. Auch die Wagen der weißen Siedler sollen überfallen werden. Winnetou hat die Spuren des Drecks schon. Vorsicht, Reiter, komm! Warum ist mein Bruder Melton nicht in der Stadt der Weißen? Ich war dort. Aber es gibt schlechte Nachrichten. Dieser Bastard aus Shatterhand ist in der Stadt. Wo der ist, ist Winnetou meist nicht fern. Die beiden könnten uns Ärger bereiten. Oh, Winnetou und Shatterhand. Was können die zwei schon ausrichten? Uns an den Galgen bringen. Mein Bruder mag ohne Sorge sein. Mein Tomahawk wird dem Ruhm dieser beiden Präriehasen ein Ende setzen. Ein blutiges Ende. Sehr schön. Ich reite vor zum Treck. Was ihr auch, dass ihr nicht zu früh entdeckt werdet. Hey. Die Duma werden unsichtbar sein, so wie der Puma, der auf Beute lauert. Her! Sie fuhren mir Unglück, doch sie ahnten es nicht. Die deutschen Siedler träumten von einem neuen Leben bei uns in Mexiko. Angeführt wurden sie von Shadow Fred, der früher Zirkusartist und Gaukler war. Inzwischen verdiente er sich seine Pesos meist als Scout. Das brachte offensichtlich mehr ein als ein Artistenbild. Aber mit seinem Herzen war dieser Juggle Fred noch immer beim Zirkus. Zeit zum Rasten! Wollen wir nicht bis zu einem Mastleiter fahren, Juggle Fred? Nein, Hermann, das ist zu weit für die Tiere. Eine Pause tut ihnen gut und uns auch. Gut, gut. Alles von den Wagen! Ich auch, Hermann. Ich auch. Ein neuer Anfang. Davon habe ich immer geträumt. Ich danke Gott dafür, dass wir uns getroffen haben. Mit dir möchte ich eine Farm aufbauen, eine Familie gründen, alt werden. Hermann, immer schön eins nach dem anderen. Zuerst einmal müssen wir auf der Hacienda sein und Arbeit haben. Aber Mr. Melton hat uns doch versprochen, dass dieser Don Timoteo uns Arbeit gibt. Jeden Tag 8 Stunden für 1,5 Pesos. Das ist 6 Jahre lang. Danach können wir uns eigenes Land kaufen. Station. Wenn Mr. Melton das versprochen hat, dann wird das auch halten. Sicher. Aber etwas habe ich auch schon gespart. Hier, $50. Ich habe mein deutsches Geld gleich am Hafen umgetauscht. Hier in Mexiko nehmen sie die harten US-Dollar gern. Das wird der Grundstock für unsere Farm. Schön, Hermann. Ach, Judith. Komm, lass uns auf meinen Planwagen gehen. Das stört uns niemand. Ich sehe mich erst mal der Gegend um. Sicher ist sicher. Und bleibt mir ja von meiner Zauberkiste weg. Damit ist nicht zu spaßen. Ich war früher beim Zirkus und weiß, wie man mit sowas umgeht. Ihr nicht. Wieso bist du eigentlich weg vom Zirkus? Ach, enttäuschte Liebe. Erst war ich mit der Seiltänzerin zusammen. Aber die hatte was mit dem Clown. Angeblich nichts Ernstes. Und die Schlangenfrau, die war erst Feuer und Flamme für mich. Aber dann ist sie mit dem Feuerschlucker durchgefallen. Oh. Seitdem kann ich keinen Zirkus mehr sehen, auch wenn es mir schwerfällt. Ah, Mr. Melton, schön, dass ihr kommt. Ich habe mich leider etwas verspätet. Kein Problem. Wir haben auch nur kurz gerastet. Können wir bald weiter? Wir wollen doch Don Timoteo nicht warten lassen. Natürlich nicht. Eins noch. Das gilt für alle. Wir reiten jetzt durch Indianerland. Ich bin zwar ein Menschenfreund, aber ich habe bis jetzt nur schlechte Erfahrungen mit den Roten gemacht. Also haltet die Augen offen und haltet euch von ihnen fern. Bei den Roten gibt es mehr Anständige als bei den Weißen. Ich habe nicht vor, das mit euch zu diskutieren, Juggle Fred. Nicht weit von dir gibt es eine Quelle, an der wir die Tiere trinken können. Da geht's lang.
gefällt mir ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Aber erst einmal, der uns die Anstellung bei Don Timoteo verschafft. Wir müssen ihm trauen. Na, hoffentlich bereut ihr es nicht. Oh nein, ese Pedro. Mein lieber Herr, was macht der gerade in meiner Küche? Benito, du musst dem Hund bessere Manieren beibringen. Also, das ist doch nicht zu glauben, ein versuchter Diebstahl. Das ist nach § 52 G verboten. Der Hund hat wieder verdient. Nicht, Senor. Das wäre Körperverletzung. Sie, dann eben nicht. Mein lieber Herr, jetzt ist er hier. Venga ahora mismo, ahora. Meine Frau, ihr steht ganz schön unter der Fuchtel, was? Nun, Senor, meine Frau. Eins, was sind die schönsten Wein und Brot? Sie. Gehört. Betrunkene reden viel. Sag mal, willst du mich ausherrschen? Machst du mir nur schöne Augen, weil... Nein, das will ich nicht. Please. Du weißt das doch. Du bist meine... Signor Melvin, mia auch. Wenn er erfährt, dass ich die Signorita Felice liebe, dann gnade mir Gott. Hier ist die Stelle, an der wir die Tiere trecken können. Alles absteigen und ausspannen! Ich bin auch ganz erschöpft. Und ich kann genauso gut mit Mr. Melton hier wach halten, wie ihr mit den Tieren zurück seid. Wenn du meinst. Hermann, bis gleich. Ich habe schon gedacht, die hauen gar nicht mehr ab. Sind sie ja endlich weg. Ich konnte das verliebte Geschwätz nicht mehr hören. Dieser Idiot glaubt doch tatsächlich, dass ich mit ihm auf der Hacienda arbeite. Ach, Judith, niemand von euch wird jemals auf der Hacienda arbeiten, das weißt du doch. Ich habe dir doch alles erzählt, als ich auf dem Deutschland angeworben habe. Dein Plan ist gut. Daran habe ich nie gezweifelt. Gemeinsam werden wir es schnell zu Reichtum und Macht bringen. Und ohne hässliche Spielen an den Händen. Genau. Ich habe nicht vor, wie ein Tier zu schuften. Jemand, der so aussieht wie ich, der hat es doch nicht nötig, oder? Nein, dafür bist du viel zu hübsch. Wann holt ihr den Baum jetzt? Fein ausgedacht, ihr beiden. Habe ich mir doch nicht nur eingebildet, dass hier was nicht stimmt? Nein, das hast du nicht. Warum, Judith? Ich wollte dir ein Leben bieten. Voller Schweiß, Drecksarbeit und klirrender Gehirn? Oh, Judith. Das nennst du Leben? Harry hier. Wer weiß, was man einer Lady zu bieten hat. Dann werde ich deinem Harry mal zeigen, was ich von ihm halte. Moment noch. Er hat 50 Dollar in der Hemdtasche. Wir wollen da nichts verkommen lassen, oder? Ich liebe deine deutsche Effizienz. Hier. Komm her. Juma sind auf dem Weg. Pass auf. Okay. Leute, die Tiere sind sehr durstig. Wir lassen sie noch einen Moment saufen.
Winnetou, was führt dich zu uns? Die Jumas tragen die Farben des Krieges. Sie wollen die weißen Männer überfallen. Und das Bleichgesicht, das sich Melton nennt, ist ihr Verbündeter. Ihr lügt! Mr. Melton ist der Anführer unseres Trecks. Er würde niemals... Was machen die Indianer hier? Sie wollten uns warnen vor einem Überfall. Die Jumas! Schnell! Eine Roggenburg! Was gern! Beeilt euch, Leute! Tod den Bleichgesichtern! Und alle, die mit ihnen sind! Her! Die Fässer! Ein glatter Durchschuss. Wir müssen die Wunde verbinden, sonst verblutet er. Das wird nicht nötig sein. Ich gebe ihm den Gnadenschuss. Wie kann der weiße Mann so reden? Dieser Mann ist ein Verräter. Ihr habt alle gesehen, was passiert ist. Die Rothäute haben uns überfallen und dieser Indianer hier behauptet, ich sei ein Verräter. Ich, der ich euch Brot und Arbeit biete. Wenn ihr doch nie etwas anderes als die Wahrheit gesagt. Ach, Blödsinn. Ihr steckt doch mit den Roten unter einer Decke. Ich hörte Schüsse. Deshalb habe ich in den Kampf eingegriffen. Und offensichtlich komme ich genau zur rechten Zeit. Mr. Melton, ihr mischt euch wohl gern in fremde Angelegenheiten, was? Ich freue mich, meinen Bruder Winnetou wiederzusehen. Auch Winnetou ist froh, wieder an Charlies Seite zu sein. Feiges Mörderpack, alle zusammen! Aber wir wollen ja nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und sie einfach abknallen, obwohl ich gute Lust dazu hätte. Los! Jagt sie fort! Winnetou geht, weil der junge Krieger sonst stirbt. Aber wir dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe bekommst. Bleichgesicht! Und ihr, Dugglefred? Seid ein Freund dieser Halunke, was? Ja, aber ich bleibe hier, um euch auf die Finger zu schauen, Melton. Oder wollt ihr mir widersprechen? Oh. Ich lasse mir doch von euch nicht drohen. Von einem Zirkus klauen schon gar nicht. Aber ihr könnt bleiben, solange bis wir auf der Hacienda von Don Timoteo sind. Solange brauchen wir einen Scout. Das rote Bruder kann ohne Sorge sein. Die Wunde ist schnell verheilt. Die Kugel des Kojoten hat den Knochen verfehlt. So werde ich bald wieder einen Tomahawk halten können, um dem weißen Köter das Winseln beizubringen. Ein Sprichwort sagt, der zur Rache auszieht, der schaufelt besser zwei Gräber. Sei vorsichtig, Sohn der Membrenius. Du willst deinen Namen tragen, aber nicht, dass dieser Name von deinem Stamm beweint werden muss. Nein,
Doch ich bin jung und ohne Geduld. Und ich verstehe euch nicht, wenn ich euch sagen höre, dass ihr euren Feinden vergeben könnt. Ein Mibrenio kann nicht ruhen, ehe er seinem Feind das Leben genommen hat. Dann bist du so wie der große Mund, der nur so weit denkt, wie er seinen Tomahawk werfen kann. Durch seinen weißen Lehrer Clicky Petra und durch Old Shatterhand hat Winnetou gelernt, auch dem ärgsten Feind zu vergeben. So wie Winnetou und Old Shatterhand einander vergeben haben. Ihr zwei seid Feinde gewesen? Ja. Und mein hat er Hand zerbrochen. Höre unsere Geschichte, Sohn der Mimbrenos. Es ist lange her, als Old Shatterhand in das Land kam. Er gehört zu den Weißen, die eine Spur für das Fueros bauten. Durch das Land der Apache und durch ihr Herz. Ich wusste nicht viel über das rote Volk. Die meisten von uns waren es einfach nur Wilde. Doch dann lernte ich Clicky Petra kennen, den weißen Lehrer der Apache. Er fiel durch die Kugel eines Bleichgesichts, aber bevor er starb, bat er mich, Winnetous Bruder zu werden. Winnetous Herz brannte vor Schmerz und Wut über Clicky Petras Tod. Die Apachen nahmen Old Shatterhand und alle, die mit ihm waren, gefangen. Doch dann erfuhr Winnetou, dass Old Shatterhand ihn einst aus großer Gefahr befreit hatte. Und seit jenem Tag sind wir Brüder. Brüder, durch deren Adern das gleiche Blut fließt. Winnetou war mein Feind, aber ich spürte, dass sein Herz gut ist. Hätte Winnetou Old Shatterhand getötet, dann hätte er nie einen Bruder bekommen, mit dem er durch alle Gefahren geht. Deshalb denke daran, junge Krieger. Wer heute dein Feind ist, kann morgen dein Freund sein und übermorgen dein Bruder. Die Kugel, die du einmal abgeschossen hast, kann niemand mehr aufhalten. Nicht mit Worten und nicht mit der Hand. Es gibt keine Entschuldigung für ein Leben, das ausgelöscht ist. Keine. Verzeiht, dass ich so töricht sprach. Mein Leben ist noch jung an Tagen, an denen ich etwas lernen kann. Und ich verspreche, jeden Tag dafür zu nutzen. Gut. Fühlst du dich stark genug, um weiterzureiten? Ja. Ja. Und schon kann es losgehen. Domino, immer willst du Domino spielen. Na und? Macht es dir etwa keinen Spaß? Das Spiel nicht. Ich finde es viel lustiger, wenn man die kleinen Stänge aufsetzt und dann umkriegt. Das macht er so schön. Ach, Kinderkram. Das wird nie jemanden wirklich interessieren. Das waren also eure dringenden Geschäfte? Ja. Ich bringe die Siedler auf die Hacienda von Don Timoteo. Wusste gar nicht, dass der Arbeitskräfte braucht. Hat doch genug. Da irrt ihr euch. Mr. Melton, können wir vielleicht vorausreiten? Der plötzliche Tod meines Verlobten. Natürlich. Don Geronimo, können wir eines eurer Pferde haben? Si, claro. Un caballo, por favor. Was ich von diesem Ausflug halte, fragt ihr wohl nicht, was? Nein, Jacques. Dafür werdet ihr nicht bezahlt. Die Spur des Drecks ist ja nicht zu verfehlen. Können wir, Fräulein Judith? Ja. Junge Indianer haben die Jumas verjagt. Aber der wollte doch eigentlich zur Hacienda von Don Timoteo. Die soll angeblich überfallen werden. Ein Überfall in meinem Distrikt? Das werde ich verhindern. Old Shatterhand ist auf dem Weg dorthin und Winnetou wohl auch. Also, wieso? Die beiden sind doch gar nicht zuständig. Ja, wo soll denn das noch hinführen? Richtig, Ramirez. Sie, wir reiten zur Hacienda. Ich nehme mein Dienstpferd. Senor? Sie, Senor? Sie, ihr seid noch nie geritten. Hallo. Ich steige jetzt auf. So. Hey, wo kann man denn hier bremsen? Im Namen der Republik Sonora befehle ich dir augenblicklich Geramba Carajo! No. Sie und ihr, Senor? Ich nehme die Dienstkutsche. Lass die Pferde anspannen. Und Sie, ja. Benito, wo bist du? Benito? Was ist denn los? Papa, Benito ha desaparecido. Keine Spur von ihm im ganzen Ort.
Dios mio, der Treffer. Er muss auf einen der Wagen gesprungen sein. Der Bengel will zur Hacienda und von da zur Felsenburg. Wir müssen hinterher. Die Wagen sind nicht sehr schnell. Wir können sie bestimmt einholen. Adios, Senor. Senor, wenn ihr Benito seht, bitte nehmt ihn mit. Aber gerne doch. Ihr könnt euch ganz auf mich verlassen. Wir sind unterwegs in wichtiger Mission. Und? Avanza, Motor, Benzina, della Pumpa. Nicht so schnell, dein Papa ist doch kein Dampfross. Nur Winnetou, Old Shatterhand, werden mit dem weißen Mann sprechen. Unser roter Bruder mag sich verbergen, da kann er helfen, falls wir in Gefahr geraten. Es würde mir eine Ehre sein, Winnetou und Old Shatterhand helfen zu können. Immer schön eins nach dem anderen. Da hinten ist ein gutes Versteck. Buenos dias, señores. Buenos dias. Was wollt ihr? Könnt ihr uns sagen, ob Senor Timoteo Fuzio zu Hause ist? Er wird Don genannt. Merkt euch das. Den Titel Senor trage ich. Ich bin Senor Adolfo, der rechte Hand von Don Timoteo. Auch gut. Habt ihr dann bitte die Güte nachzuprüfen, ob Don Timoteo zu Hause ist? Wer ist da? Auf Gebrechen. Nicht für Gewinde wie euch! Sagt ihm, dass Winnetou, der Häuptling aller Apachen und Old Shatterhand nicht schmecken möchte. Sofort! Gracias, Senor. Bitte, trink die Pferde. Was führt euch auf meine Hacienda? Buenos dias, Don Timoteo. Ihr müsst euch warnen. Das klingt ja ganz so, als ob ich in Gefahr bin. Ganz recht. Ein Indianerstamm will eure Farm überfallen. Ach, habt ihr einen der Bastarde gleich mitgebracht, was? Passt auf, was ihr sagt. Das Bleichgesicht kann Winnetou nicht bringen. Die Yumas werden eure Hacienda überfallen. Wahrscheinlich morgen, wenn nicht gar schon heute. Woher wollt ihr das wissen? Winnetou hat einen weißen Mann belauscht, der den Yumas befahl, eure Hacienda zu verbrennen. Und wie soll der weiße Mann heißen? Harry Melton. Harry Melton! Was für ein Unsinn! Senor, kennt das Bleichgesicht? Sie! Er ist ein Ehrenmann durch und durch. Harry Melton! Der feinste, ehrenwerteste und fremdste Caballero, den ich kenne, soll ein Schurke sein? Mhm, leider ja. Sogar ein Guaymas erzählt man schon von dem Überfall. Ich habe von euch gehört, Mr. Shatterhand. Ihr seid ein mutiger Mann, aber auch ein Romanzero. Ach, ein Schriftsteller. Leute wie ihr sehen überall Dinge, die es nur in ihrer Fantasie gibt. Komm, Charlie, der Mann ist nicht wert, dir zu helfen. Halt! Wer hat gesagt, dass ihr gehen dürft? Ich würde euch allzu gern von meinem Land weisen. Aber wer sagt mir das nicht? Ihr, es seid, die eine Schurkerei planen. Adolfo, nimmt sie gefangen. Man sagt, dass ihr unbesiegbar seid. Auch nur so eine Legende. Bringt mir das Pferd von dieser Rothaut. Gotti. Kannst du mal sehen, ob unser roter Freund tapfer genug ist, um uns zu befreien? Stollen zu steigen. Die Beine sollen sich die anderen brechen. Ach, wie lange werden meine Landsleute da unten eigentlich arbeiten? Wie meinst du das? Naja, wenn du sie eingesperrt hast, wann dürfen sie wieder raus? Wieder raus? Meinst du, ich bin so blöd und lass diese Dummköpfe wieder laufen, damit sie überall rumerzählen, was sie hier wirklich treiben? Du willst sie da unten krepieren lassen? Worauf du wetten kannst.
Wer einmal in diesen dunklen Stollen gestiegen ist, wird das Licht der Sonne nie wiedersehen. Hast du ein Problem damit? Nein. Solange du dasselbe nicht von mir verlangst, die anderen sind mir egal. Nein. Für dich habe ich doch ganz andere Aufgaben. Komm. Wir wollen zurück zum Treck, bevor die anderen Verdacht schöpfen. Old Shatterhand tatsächlich eingesperrt. Doch die beiden wussten, dass Hilfe nicht weit war. Der junge Indianer schlich an das Haus des arroganten Haciendero heran, um die Blutsbrüder zu befreien. Dann seid ihr nicht mehr so mutig, was? Könnt ihr nichts nutzigen Kerle, die damit zwei Gefesselte bewachen? Lasst euch auspeitschen. Der weiße Mann soll nicht seine Männer bestrafen, sondern bereit sein zum Kampf gegen die Yumas. Ach, einen Kampf, den es nicht gibt. Hier ist kein Yuma zu sehen. Der weiße Mann ist blind. Wetea hat mit seinen Kriegern die Hacienda umzingelt. Noch ist es nicht zu spät. Bitte, ja. Noch kann der Kampf verhindert werden. Nein, Winnetou. Die Weißen kamen einst auf Schiffen über das große Wasser ins Land des Roten Mannes. Und ins große Wasser werden die Yuma sie eines Tages zurücktreiben. Der hölzerne Wigwam soll den Raub des Feuers werfen. Wir werden die Hacienda verteidigen und viele deiner Krieger werden sterben. Es ist keine Schande, durch das Gewehr von Old Shatterhand zu sterben. Doch nun, genug der Worte. Man hat bekommen, was er verdient. Winnetou und Old Shatterhand hätten dem Impringer zur Hilfe holen können. Aber nein, ihr musstet uns ja gefangen nehmen. Und seht, was ihr davon habt. Winnetou und sein roter Bruder werden die Verwundeten versorgen. Die Wunden der Bleichgesichter werden heilen. Hacienda del Arroyo hatte die Yumas weggetan. Nicht nur am Körper hatten sie Wunden davongetragen, auch ihre Seele blutete. Der Häuptling fühlte einen Zorn wie noch nie in seinem Leben. Einen Zorn, der unbeherrschbar war. Seht!
bin tot. Weil Bleichgesichter mit Donnerbüchsen geschossen haben, die ihnen ein böser Geist geschmiedet hat. Und weil Melken, dieser kläffende Köter, seine roten Brüder nicht davor gewarnt hat, wie groß die Gefahr wirklich ist. Er sagte uns, was? Das alles nur... Schlag dich! Du bist mutig, in unser Kriegslager zu reiten, Bleichgesicht. Warum empfängt mich mein roter Bruder mit Hass? Hat er meinen Auftrag erfüllt? Das Haus des weißen Mannes ist verbrannt. Dann ist doch alles wunderbar. Was regt ihr euch so auf? Krieger der Yuma starben. Durch das Feuer der Gewehre und Kinder beweint werden. Ich hatte euch vor den beiden gewarnt. Nein. Ihr sagte, dass der reiche weiße Mann und seine Männer dort sind. Nicht aber Winnetou und Old Shatterhand. Komm schon. Man kann nicht immer alles planen. Was sind schon ein paar tote Krieger gegen die Reichtümer, die unter der Felsenburg auf uns warten? Unterscheidet nur Arme und Reiche. Ihr macht Gesetze. Die Reichen dürfen sie brechen, die Armen aber nicht. BTA glaubt deinen Worten nicht mehr. Deine Zunge ist gespalten wie die einer Schlange. Halt mich da raus. Lass uns reden. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpfe mit mir, du feiger Wurm. Wozu kämpfen? Wir sind Brüder. Jetzt nicht mehr. Wetea, der große Mund, wird nie wieder der Bruder eines Weißen sein. Und du wirst nie wieder das Aufgehen der Sonne erleben. Geh zu meiner Satteltasche. Das Dynamit zündest, dann könnt ihr fliehen. Schleich dich nicht davon. Kämpfe! Ja! Bleichgesicht. Deine Haut ist fahl, weil in deinen Adern kein Blut fließt, sondern Gift. Ich werde dich töten, Melken. Oder die Weißen vernichtet sind. Herr! Hacienda Aufsehen. Vollkommen wertlos. Zumindest für diesen eitlen Pinsel. Der hat das Geld, alles wieder aufzubauen. Er wird dir den Trümmerhaufen sicher mit Kusshand verkaufen. Höchstens ein Viertel des Wertes. Ja, und da auf dem Gebiet der Hacienda auf die Felsenburg liegt, gehört die Felsenburg dann mir. Ganz offiziell, legal. Komm, wir wollen hören, ob uns dieser noble Senior etwas zu sagen hat. Buenos dias, Senor. Ich habe von dem Unglück gehört. Bricht mir das Herz, eure Hacienda so zu sehen. Buenos dias, Senor Melton. Eure Worte tun gut. Besonders, weil ihr vor kurzem so schlimm verleumdet worden seid. Ich verleumdet? Von wem denn? Ach, von diesem Old Shatterhand. Ein schrecklicher Mensch. Er hat zwar meiner Seite gegen die Yumas gekämpft, ist aber ein dreister Lügner. Er sagt, dass ihr den Überfall angezettelt habt. Mr. Melton? Ich hoffe, ihr habt den unverschämten Kerl sofort erschossen. Zu schade um das Pulver, Senorita. Ich werde euch meine Ehrlichkeit unter Beweis stellen. Das braucht ihr nicht. Doch, 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 doch. Ich weiß zwar, dass eure Hacienda jetzt vollkommen wertlos ist, aber ich kann doch einen alten Freund nicht vor den Trümmern seiner Existenz stehen lassen. Ich kaufe euch die Hacienda an, mit allem, was dazugehört. Sagen wir, wäre euch diese Summe genehm? Das ist sehr großzügig von euch, Senor. So viel hätte ich nicht verlangt. Nehmt den Scheck und löst ihn gleich morgen auf der Bank in Ures ein. Am besten wäre es, ihr reitet gleich los. Das werde ich. Ah, oh, mein Lebenswerk, es ist zerstört.
Alles, was nicht verbrannt ist, es gehört jetzt euch. Ich erwarte von euch, dass ihr Senor Nelson ebenso treu ergeben seid. Ihr seid ein wahrer Ehrenmann, Senor. In Zeiten wie diesen muss man doch zusammenhalten. Ich werde die Hacienda wieder zu einem florierenden Betrieb machen. Verlasst euch drauf. Dafür wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ihnen auch, Senorita. Adios. 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 Was willst du mit der Bruchbude jetzt anfangen? Hier, Mr. Melton. Und um Gottes Willen, was ist hier passiert? Aber keine Sorge, Leute. Ich habe Don Timoteo die Hacienda abgekauft. Ich habe euch Arbeit versprochen. Und dieses Versprechen werde ich auch halten. Ja, aber wo? Hier ist doch alles verbrannt. Oben in den Bergen gibt es genug Arbeit für euch. Zur Hacienda gehört auch eine alte Burg. Die Einheimischen nennen sie Alma del Alto, nach einer Festung in Spanien. Sie liegt in der Nähe der Fuente de la Roca, der Felsenfeld. Nun reise ich seit Jahren durch den Westen und durch Mexiko, aber davon habe ich noch nie gehört. Jungle French, ihr seid immer ein besserer Gaukler. Und welche Arbeit gibt es dort für die Siedler? Ah, das erkläre ich euch, wenn wir dort sind. Ich zahle euch das Gleiche, was euch Don Timoteo versprochen hat. Und wer fleißig ist, bekommt vielleicht noch etwas mehr. Ja, die Wagen können wir auf den steilen Pfaden nicht gebrauchen. Nehmt mit, was ihr tragen könnt. Den Rest des Weges müsst ihr leider zu Fuß gehen. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Tugglefred, es hat euch niemand nach eurer Meinung gefragt. Mr. Melton hat uns ein wirklich großzügiges Angebot gemacht. Wir dürfen ihn nicht beleidigen. Kommt, holt die Sachen von den Wagen. Animo, stehen bleiben, Junge! Ach, den Jungen finden wir schon wieder. Ah, ihr verkauft eure Seele an den Teufel. Und das Schlimme ist, ihr merkt es nicht einmal. Adios. Für den alten Clown echt nicht los. Der Weg zur Felsenquelle ist weit. Wir wollen vor Einbruch der Dunkelheit dort sein. Da geht's lang. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Wir wissen eben nicht, was sie erwartet. Und wenn sie es erfahren, ist es zu spät. Viel zu spät. Jeder denkt nur an sich. Guck mal. Nur ich. Ich denke an mich. Ah, könnte doch einer mal fragen, wie es meinem Kopf geht. Kein Verzeihen. Dass du mich aus dem Sattel katapultiert hast. Aber nicht, dass das noch einmal passiert, sonst gibt es ein Avanto Motore. Si. Na nun, na dann Avanto. Ja, Avanto! Ramirez, er steht nicht auf. Si! Ja, schieben! Schieben! Si! So hat er sie nicht bekommen. Wir müssen zu den Yumas reiten und uns ihren Häuptling greifen. Der große Mund wird uns schon verraten, was Melton vorhat. Wete ja, der große Mund ist zum Diener eines Bleichgesichts geworden. In den ewigen Jagdgründen werden die tapfersten Krieger seines Stammes ihn verachten. Seine Schande ist größer als das Himmelszelt, das über der Erde gespannt ist. Sein Name soll vergessen sein für alle Zeit. Bevor ein Name vergessen werden kann, muss ein Krieger erst einmal einen Namen besessen haben. Winnetou beschämt seinen jungen Bruder. Es war nicht Winnetous Absicht. Doch der Moment ist da, in dem du, Sohn der Mimbreños, deinen Namen bekommen sollst. Wird Winnetou mir einen Namen geben? Nein, mein Bruder Charlie wird das tun, an dessen Seite du deinen Mut bewiesen hast. Du bist noch jung, aber du hast gezeigt, dass du keinen Feind zu fürchten brauchst. Zweimal hast du tapfer gegen die Yumas gekämpft. Deshalb sei dein Name Yumas Heta, Bezwinger der Yumas. Wo steh, es gibt. Yumas Heta, Bezwinger der Yumas? Ich kann mir keinen besseren Namen vorstellen. Yumas Heta dankt seinem weißen Lehrer Old Shatterhand. Jetzt bist also du der weiße Lehrer, Charlie. So wie Klekih Petra Winnetous weißer Lehrer war. Das Leben ist ein Kreis, bei dem das Ende immer an den Anfang zurückkehrt.
Numa Setave soll mit den anderen Kriegern den Kreis des Krieges kaufen dürfen. Und er darf an ihren Beratungen teilnehmen. Mama. Und er ist dann einer von ihnen. Benito! 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 Benito, wo bist du? Oh, Felicia! Nicht so schnell! Dein Papa ist doch kein Buster! Von Geronimo, ihr wisst doch, dass die Gegend gefährlich ist. Sie, Senor Shatterhand, aber wir suchen Benito. Der kleine Bastardo ist mit dem deutschen Dreck auf und davon. Er will bestimmt zur Felsenburg. Dann ist er in große Gefahr. Ja, aber allein können wir nicht zurückholen. Melden lässt die Burg sich ja stark bewacht. Wir müssen zu den Jumas und sie für den Kampf gegen diesen Kojoten gewinnen. Die Felsenburg gilt als uneinnehmbar. Das wird sicher nicht einfach werden. Kommt ihr mit zu den Jumas? Ja, natürlich. Wir wollen doch Benito wiederhaben. Sie, Senor Benito. Dafür ist uns keine Gefahr zu groß. Dann kommt mit. Der Weg ist nicht allzu weit. Danke, Fred. Was macht ihr hier? Warum seid ihr nicht verdreckt? Wollt ihr mich loswerden, der Kerl? Meld bringt die Leute zur Felsenburg. Was kann er denn damit ihn wollen? Keine Ahnung, aber sicher nichts Gutes. Nun, ich glaube, wenn dieser Senor Milton zum Beichten geht, dann sind mindestens drei Priester an Altersschwäche gestorben, wenn er fertig ist. Der große Mund und seine Männer müssen ganz in der Nähe sein. Hier eine Yuma-Feder. Ah, sind die Kerle etwa in der Mauser? Oh, nein, aber ihr Mauser euch langsam zu einem wirklichen Problem. Ihr reitet jetzt zu den Jumas. Aber ihr haltet euch schön im Hintergrund, verstanden? Och, das kommt nicht in Frage. Als offizieller Vertreter der Republik Sonora steht mir allein der Zugriff zu. Beim Kampf um die Hacienda haben wir euch das Leben gerettet. Die Jumas hätten euch fast erschlagen, ist das vergessen? Oh, diese kleine Freunde. Ah. Junglefeld, es wäre gut, wenn du auf den weißen Mann Acht gibst. Er würde sonst nur im Wege stehen. In Ordnung, Winnetou. Möge Manitou mit uns sein. Manni, wer? Sei doch endlich mal still. Erst, wenn mir jemand sagt, wie dieser Manni weiter heißt. Also Schluss jetzt. Don Geronimo, nehmt ihr den Wagen, damit seid ihr schneller. Oh, ich protestiere. Das ist eine unerlaubte Beschlagnahmung. Ist doch wohl. Keine Sorge, Felicia. Den kleinen Bengel finden wir bestimmt wieder. Hoffentlich hast du recht, Papa. Rami. Hoffentlich. Mitkommen! Senor! Ja. Mr. Shatterhand sagte doch, dass wir ja. Nun seid ihr diese vorlauten Kranzenträger unterstellt unter mir! Sie! Vamos! Ihr bleibt hier! Nun, was wollt ihr machen? Hä? Wollt ihr mich skalpieren? Oder mich mit Wunderkerzen bewerfen? Ihr lauft in euer Unglück! Ihr geht mit mir also da lang! Oh, ich protest! Ich werde mich an höchster Stelle beschweren. Alle bekommen einen Brief mit Durchschlag. Und dieser Manni auch. Läuft alles nach Plan? Natürlich. Der Dreck ist auf dem Weg. Verschickt euch schnell. Willkommen in Alma den Alto, der Felsenburg. Ist das schön. Und so romantisch. Was sollen wir hier machen? Man gibt es doch gar keine Arbeit. Hört euch nicht auf, Leute. Zur Arbeit geht's hier lang. Komm. Komm, komm. Immer mit der Ruhe. Kommt her. Eure Zukunft liegt in diesem dunklen Schacht. Eine Goldmine. Sie ist das Geheimnis der Felsenburg. Niemand außer mir und meinen Leuten kennt es. Ihr werdet kaum Gelegenheit haben, es weiterzuerzählen. Das kannst du nicht tun, du Satan! Judith! Ich bin leider auf seiner Seite. Was glaubt ihr denn, wozu ihr hier seid? Ich mache mir bestimmt nicht die Hände schmutzig. Also los, rein da! Du Verbrecher! Oh, Judith ist weg. Essen und Trinken bekommt nur bearbeitet. Der Rest kann krepieren. Los, rein mit euch! Und geht diese übermütige Kuh da mit. Auf geht's, rein! Und seid schön fleißig. Es gibt vieles, was ich mir kaufen möchte. Bist du mit? Hier, ein Junge! Schnappt euch den Burschen! Und wenn er nicht mehr kracht, knallt ihn ab! Soll er zu den anderen in den Stollen? Nein, er ist noch zu klein zum Arbeiten. Aber als Geisel kann er uns noch nützlich sein. Bella, fern oben den Turm. Ach, und Fürstchen! Genießt die Aussicht. Die ist himmlisch. Das werde ich dir noch bereuen. Ach, weißt du, dazu bräuchte ich ein Gewissen. Und mit so etwas habe ich mich noch nie abgegeben. Bella, bring ihn hoch. Wird erledigt. Na los, komm, du Kröte.
Komm, lass uns sehen, ob deine Landsleute standesgemäß untergebracht sind. Mach dir keine Sorgen. Ich hole Felix und die anderen. Ehrlich? Ja, verlass dich drauf. Cool. So. Hallo, komm mit. Todesgeschlagen. Der große Mund war wild entschlossen, jeden Weißen zu töten. Und wir zogen geradewegs auf dieses Lager zu. Was für eine Gefahr. Aber wir hatten keine andere Wahl. Denn ohne die vielen Yuma-Krieger wäre jeder Angriff auf die Felsenburg zum Scheitern verurteilt. Was für Benito den Tod bedeutet hätte. Da unten ist das Kriegslager der Yumas. Wir müssen ihre Pferde wegtreiben. Zu Fuß sind sie für jeden Feind ein leichtes Ziel. Das wird den Yumas zeigen, wie ausweglos ihre Lage ist. Charlie spricht Winnetous Gedanken. Dort ist vom Blut des weißen Mannes. Die Weißen nahmen uns unsere Jagdgründe und machten sich zum Häuptling über das Land, soweit das Auge reicht. Die Weißen sagen uns, wir seien dazu verdammt, ihre Diener zu sein. Denn wenn wir ihnen nicht dienen, werden wir untergehen. Die Weißen wollen uns besitzen wie Vieh. Doch die Yuma wird niemand besitzen. Die Yuma lassen sich nicht unterwerfen. Niemals! Nicht solange der große Geist Tag für Tag die Sonne über den Weiten des Landes auf- und untergehen lässt. Winnetou, Shatterhand und dieser verfluchte Mimbrenio. Möge Manitou euch und euresgleichen vom Antlitz der Erde fegen, denn ihr beschmutzt sie nur dadurch, dass ihr da seid. Der große Mund trägt seinen Namen zurecht. Sein Mund ist groß, aber sein Mut ist kleiner als der Schnabel eines Kolibris. Schurkenpack! Ihr seid alle miteinander verhaftet! Ramirez, festnehmen die ganze Bande! Soll ich nicht, Senor? Und nicht zimperlich sein! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht aufhalten. Möge nun Manitou entscheiden, wer weiterleben soll. Die Roten oder die Bleichgesichter? Nun, ich habe einen etwas hellen Tag. Ich werde nicht so leicht brauen. Schweig! Deshalb kämpft Wetea, der große Mund, gegen euch Shatterhand. Stirbt der weiße Hund, so sind alle Bleichgesichter des Todes. Stirbt aber Wetea, so sind die Roten dazu verdammt unterzugehen. Ramirez umzingelt ihn. Ich ganz allein? Ich mache natürlich mit. Sie und das Dress. Ich stelle mich dem Gottesurteil. Nicht, weil ich kämpfen will, sondern damit das Kämpfen endlich aufhört. Einfache Tomahawks. Sie sind einem Gottesurteil nicht würdig. Zünde sie an. An meiner Stelle würde sein Tomahawk jetzt wegwerfen. Dann tu es doch. Nein, ich mache dem Ganzen ein Ende. Der Kampf ist zu Ende. Als Sieger hat Old Shatterhand über das Leben des Verlierers zu entscheiden.
Krieger der Yumas! Fesselt ihn! Du bist doch nicht so täublich. Ich habe dich nur niedergeschlagen, damit du deinen Kriegern befehlen kannst, mit uns gegen die Felsenburg zu ziehen. Niemals! Dann wird der große Mund an die Mimrenius ausgeliefert, die seit langer Zeit Feinde der Yumas sind. Ein ehemalter Fall. Soll er 1000 Tode sterben. So, das hier ist der Sohn des Mimrenio-Häuptlings. Sein Name ist Yuma Sheta, Bezwinger der Yumas. Diesen Namen hat dir der Teufel gegeben. Nein, Old Shatterhand gab ihn mir und ich bin stolz darauf. Nun werde ich nicht nur als Bezwinger der Yumas in das Dorf meiner Ahnen zurückkehren, sondern auch den großen Mund als Gefangenen mitbringen. Einen Gefangenen, den du nicht selbst besiegt hast. Oder sagt uns, was der weiße Mann mit dem Bleichgesichter an der Felsenturm vorn hat. Die Schande ist groß, von einem solch jungen Krieger in Fesseln geführt zu werden. Dann mag der große Mund nun reden. Es wird euch nichts nützen. Niemand kann die Felsenburg einnehmen. Und niemand gelangt an das Gold unter der Burg. Dort gibt es Gold. Ja, eine Goldmine, verlassen vor langer Zeit. Die Frauen und Männer aus Old Shatterhands Heimat sollen unter der Burg nach Gold graben. Und dann wird der Weiße gehen. Ihr könnt Wetiga zwar in Fesseln legen, aber ihr könnt ihn nicht zwingen, euer Verbündeter zu sein. Krieger der Yumas, euer Häuptling hat sich zum Diener des Bleichgesichts gemacht, das Melton heißt. Der Kojote hat die Siedler zur Felsenburg gebracht. Unschuldige Männer, Frauen und Kinder, die sterben sollen. Kämpft mit uns gegen Melton. Dann soll euer Teil der Schuld vergeben sein. Nur euren Häuptling nehmen wir gefangen. Yuma Sheta wird dafür sorgen, dass er als Gefangener gut behandelt und nicht getötet wird. Ihr habt weise entschieden. Winnetou, mag heute der Tag sein, an dem dein verfluchtes Leben endet. Wetiga wird auf dein Grab spucken. Endlich! Jetzt kann man es wagen, die Felsenburg anzugreifen und die Leute zu befreien. Ja, aber für euch beide haben wir noch eine besondere Aufgabe. Da bin ich aber gespannt. Bringt den Juris Consulto und Senor Ramirez sicher zurück nach Guaymas. Sie würden beim Kampf um die Felsenburg sowieso nur stören, nicht wahr? Sage Fett, kommt mit euch. Und die beiden braven Gesetzeshüter nicht wieder eigenmächtig loslaufen. Natürlich hätten wir euch lieber geholfen. Ich weiß. Felisa! Er hat den Jungen! Benito? Melton hat Benito? Wo ist er? In der Burg? Ja, er ist eingesperrt, wie all die anderen. Senor Shatterhand, ihr müsst schnell helfen. Das werden wir. Seid ihr auf unserer Seite, Senor? Sie, Senor. Ich habe gesehen, zu was Melton fähig ist. Das ist kein Mensch. Er ist ein Teufel. Hast du für diesen Bastardo gearbeitet? Warst du sein Helfer? Ich werde dir das alles erzählen, aber ganz allein. Komm mit mir, du kannst deinen Freunden später folgen. Gut. Papa, ich kann nicht mit dir gehen. Ich muss Benito zurückholen. Geh nur mit dem Caballero. Ich bin stolz auf dich. Die Zeit des Kampfes ist da. Wir müssen die Weißen befreien. Sagst du kein Wort? Ja, weil ich nicht weiß, wie, was ich nicht... Mir ist es egal, was war. Du hilfst uns, Benito zu suchen. Nur das fehlt. Nein. Wenn das alles hier vorbei ist, dann gehe ich, Felisa. Und ich komme nie wieder zurück. Aber warum? Ich möchte, dass du hier bleibst. Ich kann nicht jeden Tag in das Gesicht des Menschen sehen, den ich... Was? Den ich töten sollte. Du solltest mich... umbringen, ja. Befehl von Meg, weil diese besoffene Gonzales dir von der Felsenburg erzählt hat. Ich habe ihm natürlich erzählt, dass du nichts weißt. Dann hast du mir alles nur vorgespielt? Am Anfang, ja.
Aber dann, Felisa, ich liebe dich. Und gerade deswegen muss ich gehen. Nein, du bleibst. Wenn du gehst, dann machst du doch so weiter. Bei uns in der Kantine kannst du ein ehrliches, neues Leben beginnen. Ohne Angst, dass man dich am nächsten Baum aufhängt, weil du wieder falsch gespielt hast. Du hast einen viel besseren Kavalier für dich als mich. Unsinn! Du bleibst bei mir! Keine gezielten Karten mehr und vor allem kein Melken. Ach, Felisa, wenn ich nur alles wieder gut machen könnte. Gott ist gnädig, sagt man. Aber, Felisa, auch zu mir. Er wird sehen, dass du ein anderer wärst. Aber komm, lass uns jetzt Benito finden. Wer weiß, was Melto von ihm antut. Si, vamos! 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 Mama? Mal kurz runter? Ja. Es ist alles ruhig. Keine Spur von Melton zu sehen. Das Kreuz am Stall steht offen. Das ist der Ort, an dem die Siedler gefangen sind. Und Benito wohl auch. Wir müssen sie rausholen. Nein, Benito so. Er wird doch den Stall finden, will sie nicht. Schall hat recht, es wäre zu gefährlich. Wir müssen die Burg angreifen, aber unsere Waffen sind für die dicken Mauern zu schwach. Hier steht eine Kanone. Melton hat sie hier versteckt, falls die Burg angegriffen wird. So geht es. Ich nehme die Kanone. Umzingelt ihr die Burg. Die Oma Chantal mag die sich, weiß es wohl, in Sicherheit bringen. Benito, bitte. Nein. Gern hätte Oma Chantal an Benitos Seite gekämpft. Doch er fügt sich deinem Wunsch. Komm, Felisa. Sie kommen aus den Stollen! Machen sich doch ganz gut, deine Landsleute, was? Ja, sie werden uns einen schönen Gewinn einbringen. Melton, hier stehen Winnetou, Old Shatterhand und die Krieger der Yumas. Die Burg ist umzingelt. Lasst eure Waffen weg und lasst die Siedler aus den Stollen. Shatterhand, Winnetou, du auch, Player, wie nett. Küss die kleine Schlampe, so gut, dass du die Seiten gewechselt hast. Komm, eure Stulla, Gringa. So, der Stollen ist zu. Mit allen, die darin sind. Judith, würdest du dich bitte um den Schlüssel kümmern? Aber gern doch. Passe gut darauf auf. Das Spiel ist aus, Melton. Ihr habt euren letzten Trumpf verspielt. Denkst du, Player? Mella! Ja, was? Wie viele Leute habe ich zur Bewachung der Burg zurückgelassen? Genug, um alle Angreifer niederzuschießen. Na also, worauf wartet ihr? Feuer! Ah! Bringt die Burg zur Berg.
Jungs. Wir schaffen es. Treib unter die Decke. Überall ist Feuer. Keine Angst, kleine Kinder. Charlie hat gehört, was der kleine tapfere Krieger gesagt hat. Es konnte nichts passieren. Teresa! Halt! Halt! Keine Rühr des Vorhin. Ja, sie hat Unrecht getan. Aber sie wird vor ein Gericht der Weißen gestellt. Unrecht? Ich? Melton war es. Er hat mich gezwungen. Er hat gesagt, er bringt mich um, wenn ich ihm nicht gehorche. Er allein war es. Ihr seid doch so ein tapferer, ehrlicher Krieger. Ihr glaubt mir doch. Aber Mr. Shatterhand, ihr habt Nathan doch gesehen. Er konnte so brutal sein. Er hat mich geschlagen und gequält. Ich hab das alles nicht gewollt. Wir könnten Freunde sein. Ich bin immer für euch da. Die Nächte in der Prärie sind lang und einsam. Schweigt, bevor ich euch knebeln lasse. Jemand will ja keine Gnade verdienen. Seine Seele gnädig sein. Kato, wo hast du denn gesteckt? Komm, jetzt geh zu uns zur Kantine. Junger Schitar, wird euch alle sicher nach Hause geleitet. Adios. Yuma Shitar dankt seinen Freunden. Er wird seinem Namen Ehre machen. Ein gefährliches Abenteuer geht zu Ende, wenn es so. Doch wer weiß, wo das nächste auf uns wartet. Wo das Gute ist. Ist das Böse auch für das Gute kämpfen? Ganz wird das Böse nie besiegt werden. Aber wir können davon träumen, Charlie. Davon, dass die Welt in Frieden lebt und alle Menschen Freunde sind. Leider ist das nur ein Traum, Winnetou. Ja, Charlie. Aber ein schöner Traum. Thank you.
seinem Team.
Rico für die freundliche Unterstützung unseres Feuerwerks.